Eine akustische Gitarre besteht aus einem Hals mit den darüber gespannten Saiten und einem Klangkörper, Korpus genannt, der den Klang verstärkt. Dieser Resonanzkörper besteht aus Boden, Zargen und Decke. Hier bei der Gitarrenmanufaktur Hanika beobachten wir die Entstehung einer Konzertgitarre. Etwa 220 Arbeitsstunden werden benötigt, um ein Instrument zu bauen. Das Holz einer Gitarre ist ein lebendiges Material. Zunächst muss es hier 5 Jahre lang lagern. Harte Hölzer für den Boden und den Hals, weichere für die Decke. Der Firmenleiter, Herr Hanika, zeigt uns 2 spiegelgleiche Brettchen aus dem extrem harten Grenadillholz, aus denen man den Boden für ganz wertvolle Instrumente zusammenleimen könnte. Hier sehen wir die 2 Teile eines Bodens aus einem anderen Holz der Palisander-Familie für die Serienproduktion.